Bergedorfs neue Mitte kommt voran. Mit der Einweihung des CCB-Neubaus am Donnerstag ist der Um- und Ausbau des City Center Bergedorf offiziell abgeschlossen. Insgesamt hat das CCB dann 35.000 Quadratmeter Ladenfläche. Alleine 40 neue Shops werden im Neubau eröffnet. Das Bezirksamt ist mit seinem Bürgerzentrum größter Mieter im Bürotrakt. Insgesamt 140 Millionen Euro hat Projektentwickler Fundus am Ende in die Renovierung und in den Ausbau des City Center investiert. Doch wer dieser Tage einen Blick in den Neubau wirft, der fragt sich, wie wollen die das eigentlich schaffen? Die feierliche Eröffnung der Shopping Mall steht unmittelbar bevor, doch diese ist nach wie vor eine Großbaustelle. Überall wird noch gesägt, geflext oder gespachtelt. Fertig sieht anders aus, meint unser Kameramann, aber Center Manager Uwe Eigenbrot beruhigt. Eröffnet wird am 28. Oktober, 8 Uhr früh und natürlich üblich mit dem roten Band durchschneiden. Herr Dr. Kopp, unser Bürgermeister, wird vor Ort sein, unser Investor, Herr Jagdfeld, und dann wird das Band durchgeschnitten und um 8 Uhr kann man dann shoppen. Es wird genau eine Punktlandung geben. Also die Putzmaschinen werden hinten rausfahren und die Kunden werden vorne reinströmen. Ist aber üblich bei solchen Eröffnungen. Damit diese Punktlandung auch wirklich klappt, werden Handwerker und Ladenbesitzer bis Donnerstag früh wohl Tag und Nacht durcharbeiten müssen. Bei so manchem Laden wird noch staubig geschliffen, bei den anderen werkeln die Ladenbauer am Aufbau der Regale. Und bei den großen Filialisten sind die Kartons bereits ausgepackt, Ware wird sortiert, registriert und eingeräumt. Auch für die nackten Schaufensterschönheiten hat das Frieren endlich ein Ende. Denn zuletzt rücken noch die Dekorateure und Putzkolonnen an. Und abschließend wird der rote Teppich ausgerollt. Ja, bei uns wird so ein bisschen Hollywood gefeiert. Wir werden überall rote Teppiche haben, wir werden Fackeln haben, wir werden eine Band haben, die Musik macht, wir werden Stelzenläufer haben, Gaukler. Das Ganze wird eine Riesenparty und das von 8 Uhr bis 22 Uhr an den drei Tagen. Am meisten Sorgen bereitet dem Center Manager das noch unfertige äußere Umfeld. Dies ist der Haupteingang. Ja, die Hauptschwierigkeiten sind eigentlich die wir selbst nicht im Griff haben. Das heißt, der Bahnhofsvorplatz musste bis dahin fertig werden, der eigentlich von der Stadt gestaltet werden müsste, den wir aber jetzt gestalten. Und der Bahnhof muss fertig werden und natürlich das Parkhaus, das wir von Bahnhof eben auch anmieten wollen. Also wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr 2011 alles so weit fertig haben, dass auch alles so ist, wie wir uns das vorstellen. Dazwischen liegt aber noch das lukrative Weihnachtsgeschäft und das soll mit Erfolg laufen. Bis zuletzt wurde dafür geplant und auch immer wieder umgeplant. Bis am Donnerstag das rote Band zerschnitten wird, ist noch so manche Abstimmung notwendig. Und der neue Center Manager Eigenbrot übt sich in Diplomatie. Er muss es jedem einzelnen Ladenbesitzer recht machen, damit die Shopping Mall als Ganzes funktioniert. Das ist natürlich eine tolle Aufgabe. Allein für mich ist Hamburg schon eine tolle Stadt, wo ich immer leben möchte oder wollte. Jetzt habe ich die Chance bekommen. Und das ist natürlich noch mit so einem tollen Projekt wie Bergedorf. Besser kann es gar nicht laufen. Wie viele Leute erwarten Sie denn jetzt am Eröffnungstag und in den drei Tagen dann danach? Wird es hier einen Riesenandrang geben? Das ist immer eine schwierige Frage. Klar wünscht man sich einen Riesenandrang. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, wenn sich das auf den Tag verteilt, ist es auch angenehm. Dann gibt es nämlich diese extremen Punkte, wo man sagen muss, es wird für den Kunden auch Stress. Also wir rechnen im ersten Tag schon mit 35.000 bis 40.000 Besucher. Ob die unfertige Infrastruktur bei einem derartigen Andrang zu einem Verkehrschaos führt oder die Bergedorfer ihr neues CCB gleich begeistert annehmen werden, wir von Bergedorf TV werden am Donnerstag für Sie darüber berichten.